Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben beim letzten Mal Ruta betreten. Und genau da drin schauen wir uns jetzt um. Denn hier haben wir unseren zweiten Titan und somit unseren zweiten Dungeon, nenne ich es einfach mal. Oh, ich muss diese Augen, glaube ich, mal fotografieren. Da muss ich dran denken. Da unten ist schon wieder eine von diesen Vorrichtungen, die wir erreichen müssen. Aber erstmal ist unsere Aufgabe ja, an die Karte zu kommen. Okay, kann ich diese Augen nicht fotografieren? Ich gehe davon aus, dadurch, dass der erste Dungeon... Also ich gehe davon aus, dass der erste Dungeon quasi dieser hier ist, den man betreten soll. Und wir haben ja beim letzten Mal schon den Kamel-Dungeon gemacht. Und da ja die Gegner auf dem Weg dorthin auch viel, viel härter waren als das, was hier auf uns wartet. Gehe ich, wie gesagt, einfach mal ganz stark davon aus, dass das hier eigentlich der erste Dungeon ist, den man überhaupt machen soll. Und deswegen sollte der um einiges leichter sein als das, was wir vorher hatten. Dicke Feder. Ja, gut. Das Problem ist, hier hinter befindet sich unser Ziel, aber wir wissen nicht, wie wir da reinkommen. Ich weiß, wie wir da reinkommen. Oh, diese Fähigkeit haben wir seit dem Tutorial für das Eis, für das Kryo-Modul nicht mehr gehabt. So, dann gib ich mal die Map. Ich denke, wir werden hier auch sehr viel das Kryo-Modul nutzen müssen. Titansteuerung, wir können den Rüssel bewegen. Du hast den Zugriff auf die Steuerung des Titanen. Die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Varuta regeln. Um Ruta zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Viel Glück. Danke. Werde ich brauchen. Okay, was können wir denn bei Rüssel bewegen? Wir können ihn in einen bestimmten Winkel positionieren. Ist auf jeden Fall weniger kompliziert als das beim Kamel. Da konnten wir halt drei verschiedene Räder aktivieren. So, da vorne müssen wir, wenn wir alles aktiviert haben, da ist der Endboss. Wir müssen das hier irgendwie hochbekommen. Das heißt, wir müssen dafür dieses Rad da irgendwie drehen. Aber wie wir das anstellen sollen, weiß ich noch nicht. Kann ich dich mit Magneten? Ach, ich kann nicht mit den Magneten, okay. Na, mach mal nicht schon zu früh das Geräusch, ne? Jetzt ist es erst soweit. Okay, ja, der ist bislang auf jeden Fall... Danke. Der ist bislang auf jeden Fall viel, viel einfacher als der Kamel-Dungeon. Mal sehen, was noch so kommt. Aha, aha.
Das schöne Schwert. Aber das kriege ich noch. Scheiße. Was brauche ich denn nicht mehr und was ist ziemlich schwach? Ich glaube, das ist tatsächlich das Schwächste von dem, was wir haben, ne? Wie, ich habe doch gerade... Ich kann hier nichts wegwerfen, deswegen... Weg! Und dafür das Wächterschwert. Ich kämpfe lieber mit Schwert, weil dann habe ich ein Schild. Ich nehme natürlich auch noch mit. Okay, hier ist das Podest. Aber ich kann es so natürlich nicht aktivieren. Ich könnte das Zahnrad natürlich einfrieren. Aber das hilft mir nichts, weil es dann trotzdem im Wasser steht, oder? Ich kann es auch gar nicht einfrieren. Ich muss dafür das Wasser abstellen irgendwie. Okay, was passiert, wenn du an bist? Sehr verwirrend. Deswegen gehe ich erstmal hier rauf. Um da drauf zu kommen. So. Was können wir von hier aus anstellen? Sind wir oberhalb davon? Dann können wir zumindest erstmal diese Truhe hier ran. In der wir erstmal 100 Rubine bekommen. Das ist schon mal sehr schön. Rubine können wir immer gebrauchen. Okay, erstmal auf der anderen Seite. Hier können wir weiter hoch. Fluchbohrblind, gerne. Okay, den Spawner können wir nicht und das Auge können wir auch nicht. Fluchmoblin nehme ich auch mit. Fehlen noch Flugexalfoss und solche Viecher. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Ich muss dich anhalten, wenn du da drin bist, damit das da auf ist, wenn es bei uns ankommt. Aber reicht das Stasis-Modul lange genug dafür? Ja, reicht! Okay, dieses Rätsel haben wir gelöst, auch wenn die Kamera das nicht so gut findet. Du schaffst das. Ich weiß, dass du es schaffst. Danke, ich weiß es auch. Also noch drei Stück. Eins ist da oben. Dafür müssen wir so hier irgendwie hoch. Und dann hier so. Okay, was passiert, wenn ich mich hier drauf stelle? Geht hier ein Wasserfall an, aber nur so lange, wie ich hier drauf stehe. Nein, der ist jetzt für immer an. Das heißt, wir haben jetzt auf ewig einen Shortcut hier hoch. Okay. Dann gehen wir mal nach vorne.
Was passiert, wenn ich jetzt den Rüssel verstelle? Weil der Rüssel blockiert uns jetzt. Ich mache den jetzt mal gerade. Oh, warte, das war sogar recht knapp. Perfekt! Okay, dann mache ich dich jetzt mal ganz gerade. Ich weiß, dass das Modul auf der komplett anderen gegenüberliegenden Seite von dem Ding hier ist. Warte, du spritzt jetzt genau hier Wasser hin. Kann ich dann da hochschwimmen? Ist doch ein Wasserfall, oder nicht? Nee, kann ich nicht. Wäre auch zu schön. Das will ich alles nicht. So will ich. Okay, auch das reicht noch nicht. Mach nochmal zwei runter, bitte. Dicke Achse. Nein, das war jetzt unnötig. Fahr noch mal ganz runter, bitte. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und ich wieder zwei hochfahre, dann passiert Folgendes. Ich bleibe hier einfach drauf stehen, richtig? Wenn ich jetzt hier hingehe und ich komplett nach oben fahre, dann müsste ich hier darauf hochlaufen können. Nein! Oh Gott, springen ist eine ganz schlechte Idee. Ich komme da nicht ganz hoch. Ich komme ja auch gar nicht wieder weg. Okay, so kommen wir immerhin zu der Truhe hier. Da sind Eispfeile. So, warst du für die Truhe hier zuständig? Wenn ja, dann haben wir dich ausgetrickst. Okay, ich muss da irgendwie oben drauf. Warte. Fahr die nochmal so. Ich hätte das anders machen müssen, aber ich habe einen Plan. Auch hier weiß ich wieder nicht, ob das so geplant ist von den Entwicklern oder nicht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Wenn ich jetzt von hier aus segle, komme ich hier mit Leichtigkeit da oben drauf.
So, und wenn ich dich jetzt langsam Stück für Stück hochfahren lasse. Dann kann ich mich hier hinfallen lassen und dann eigentlich geschmeidig bis nach ganz oben drehen. Weil mir kann hier nichts mehr passieren. Oh Gott. Und tada. Schickerstein erkannt. Zwei Kontrollsiegel übrig. Nur noch ein bisschen. Ja, das war, glaube ich, auch alles, was wir mit dem Rüssel machen müssen, was ich jetzt hier gerade erledigt habe. So, jetzt brauche ich die Map. Der eine ist da vorne im Kopf von dem Viech und der andere ist in dem Rad, was ich eben nicht ganz hinbekommen habe, irgendwie zu lösen. Der Kopf müsste jetzt genau unter uns sein. Lass mich nochmal kurz hier hinsegeln. Der müsste sich dort befinden. Und da komme ich dann sogar recht gut hin. Und da unten ist er. Jetzt, wo ich das hier ausgeschaltet habe, sollte ich das Feuer hier ausdrehen können. Und dann fehlt tatsächlich nur noch der im Rad. Also es ist viel, viel einfacher als das Kamel-Rätsel. Also ich finde, man merkt vorne und hinten, dass... Ist das überhaupt gut, oder soll ich es in die andere Richtung drehen? Okay, weiter kann ich es in die Richtung gar nicht drehen. Kann ich mich hier nicht einfach reinfallen lassen? Nee, das Ding ist blockiert, damit man eben das nicht macht. Also weiter nach rechts geht nicht. Das heißt, wir müssen in die Richtung drehen, soweit wie es geht. So, das hat jetzt was gebracht? Was bringt das eigentlich? Ich dachte, wir machen das Feuer aus. Muss ich ja gar nicht, ne? Ich komme da auch nicht so dran. Ne, so dran kommen ist eine schlechte Idee. Wir haben ja noch was zu essen, ne? Wie wäre es mit einem schicken kleinen Fischilein? Reicht genau für unsere Herzen. So. Okay, mich mittig einfach reinfallen lassen. Klappt das? Ich weiß, wie gesagt, nicht, was dieser Hebel hier gebracht hat. Ich glaube, ich hab's. Hier ist nicht ohne Grund ein Loch in der Decke, oder? Wenn ich das Wasser so einstelle, dass da nichts mehr auf den Automaten kommt, sondern hier aufs Feuer, dann komme ich an den Schalter. Yes. Moment. Wo landet das Wasser jetzt eigentlich? Zu weit vorne, glaube ich. Ich muss den genau den dazwischen nehmen. Ja, genau so.
Kontrollsiegel. Dann hast du es geschafft. Ja, vielen Dank. Meine Frage ist jetzt, wozu ist das Ding da? Dieses hier. Wenn ich jetzt runterjumpe, dann komme ich da nie wieder dran. Das heißt, es muss für irgendwas gut sein. Lass ich mal kurz auf die Minimap gucken. Vielleicht drehe ich damit das Rad hier auch manuell. So, jetzt momentan ist es oben. Jetzt ist es links, alles klar. Das heißt... Jetzt ist es... oben wieder. Jetzt ist es rechts, noch ein kleines Stück also. Jetzt ist es unten, genauso wie es sein soll. Oh, Truhe noch mitnehmen. Eine Ritterhellebarde brauche ich nicht, aber muss ich, glaube ich, einmal fotografieren. Weiß ich nämlich nicht, ob wir das schon haben. Deshalb lege ich dich mal kurz ab. Damit ich dich mal kurz wegwerfen kann. Habe ich schon, alles klar, ich dann erzähle damit. Oh, ich habe euch gar nicht gedreht, hier kommt einfach noch Wasser raus. Okay, das ist ein Problem, wie mache ich das denn jetzt aus? Kann ich ihn einfach von hier aktivieren, irgendwie in einem günstigen Winkel? Ich muss hier eh irgendwie Wasser ablassen oder so. Aber selbst wenn es unten steht, komme ich halt nicht dran. Das ist ein noch nicht von mir gelöstes Rätsel. Wobei ich auch hier eine Idee habe. Ja, wir können das einfach zufrieren. Und zwar jetzt. Damit fließt hier auch das Wasser ab. Und wir holen uns das. Ich weiß immer noch nicht, wozu das Ding da oben zum Drehen war. Kein Plan. Hat überhaupt nichts verändert. Du hast alle Kontrollsiegel gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit aktivieren. Und den Endboss besiegen. Der leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du hin. Aber bleib wachsam. Der große leuchtende Punkt auf meiner Karte. Der war da. Aber hier. Hier gibt's also den Final Boss Fight. Kann die drin nicht speichern, ne? Doch, kann ich. Stimmt, ich kann mich hier auch jederzeit rein und raus. Jederzeit rein und raus teleportieren. Macht nur Sinn, auch speichern zu können. Eine Speerwaffe hast du also. Der andere hatte Schild und Schwert.
Gerne ins Wasserfluch, Peiniger des Titanen Varuta. Sei vorsichtig. Ganon hat dieses Monster geschickt. Vor 100 Jahren hat es mich getötet. Aber du, du kannst es schaffen. Ich weiß, du wirst siegen. Ich auch. Bitte schön lächeln. Damit hat er eine Reichweite. Oh, ich muss eine andere Waffe haben. Das ist falsch. Ja, ich glaube, wir sollen den hier auf jeden Fall wesentlich früher machen als den anderen. So, warte, was hältst du denn davon eigentlich? Okay, relativ wenig scheinbar. Okay, du bist gegen Elektro vollkommen immun, das gefällt mir nicht. Ich will da mal ein bisschen was essen. Scheiße, ich habe mich extra voll darauf vorbereitet, dass ich hier mit Elektrofeilen und Co. drauf losschieße. Deswegen habe ich ja so viele gesammelt. Und dann bringt das gar nichts. Okay, wir brauchen eine neue Waffe. Haben wir noch irgendwas Einhändiges? Wir haben ein Elektroschwert, aber er scheint ja gegen Elektro vollkommen immun zu sein. Oh, fuck. Oh nein. Sei vorsichtig. Bin ich doch! Ich hasse dich. Stationäres Drecksviech! Oh oh. Plattformfight. Lass mich mal kurz was essen. Am besten etwas Abwehr steigern. Das habe ich doch was gekocht, oder? Das ist ausdauersteigend. Abwehrfleischkürbis zum Beispiel. Sehr schön, jetzt kann ich ihn... aus der Luft holen! Hallöchen. Oh oh. Ah. Ah. Arschloch. Muss ich jetzt Auge treffen, oder? Ich habe viele Elektropfeile. Das ist die Gelegenheit. Jawohl! Ich weiß. Irgendwas mega starkes, wie zum Beispiel das hier. Okay, das macht ihm fast gar keinen Damage. Dann lieber doch das Elektroschwert. Ist es zu kurz? So gefällt mir das. Okay, was hältst du eigentlich davon, wenn ich mit dir nach mit einem Bumerang werfe? Der ist nicht wiedergekommen! Das hat
bestimmt weh. Tat es auch. Aber ich habe zum Glück meine Abwehr gesteckt, sonst hätte ich, glaube ich, hier was verloren. Ich könnte jetzt meine Stärke pushen, aber das brauche ich nicht. Ich muss einfach nur wieder volles Leben bekommen. Ja, ich versuch's doch. Aber so schnell bin ich nicht. Ich bin nicht so schnell, wie das Spiel es von mir will. Dein Bogen verschießt halt nur recht langsam Pfeile. Jetzt streik, klettert er doch hoch, Mann! Ich habe keine Waffe mehr. Warum sagt mir keiner, dass ich keine Waffe mehr habe? Bist du verletzt? Ja. Alter! Kann ich tatsächlich einfach angreifen, na super. Nimm das! Und nimm das! Scheiße. Dann nimm den. Und nimm das. Ich will keine Zeit, ich will einfach nur schwimmen. Stirb! Dann sage ich an dieser Stelle mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.